Wir sind noch auf dem Schiff. Hey, ich habe mein Entermesser verloren, als das Schiff kenterte. Ah, okay. Immerhin haben wir hier eine Schatzkammer. Pralinschachtel, eine ziemlich riesige. Das Zeug ist selbst für einen Piraten ekelhaft. Okay. Eine Musikbox. Sie ist kaputt gegangen, als das Schiff kenterte. Nein. Da steht eine Zombie-Ballerina drauf. Mit Schokolade überzogene Erstmal alles Entenmuscheln, angucken. Lakritz-Angelhaken, Seebengels, Glasaugen. Ein Porträt. Es ist der ruhmreiche. Warum reicht der Chuck? Ja. Nein. Nein. Was? Nein. Sag doch nicht nein. Nein. Ich habe schon mehr als genug von ihm gesehen. Champagnerflasche. Das ist eine Flasche mit sprudelndem Formaldehyd. Ein guter Jahrgang noch dazu. Nein. Nein. Okay. Nicht von der Art, die sich öffnen lässt. Hey, ich kann den Grund des Ozeans sehen. Und da schwimmt ein ziemlich ärgerlich dreinblickender Totenkopf draußen herum. Tja, ein Kranz. Heirate mich oder stirb. Ergreifend. Nein. Also reden können wir nicht damit. Ich weiß nicht, das scheint ein bisschen gruselig zu sein. Okay, können wir das Ein hier? Pirat, der etwas auf sich hält, würde so etwas tragen. Schade. Ich will Ich nicht hätte es wissen, gerne welche mitgenommen. Pläne LeChuck damit hatte. Nein. Nicht reden. Ich möchte nicht daran denken, was dieser Kamm durchmachen musste. Okay. Nein. Nicht damit reden. Ich glaube, LeChuck hat ihn nötiger als ich. Okay, du willst ihn nicht mitnehmen. Können wir überhaupt irgendwas mitnehmen? Meine Stereoanlage ist kaputt und es ist unmöglich, irgendwo in der Karibik eine quadrophonische Nadel aufzutreiben. Würde by the way Retro als Kategorie einsetzen, ist erfolgreicher. Na, nee. Lass den Spieltitel drin. Finde ich besser. Eine wunderschöne Wasch- und Trockenkombination mit hohem Fassungsvermögen. Können wir nie mitnehmen. Wo soll ich sie einstöpseln? Tja, ich weiß auch nicht. Wenn ich nur einen Weg fände, da rauf und hinauszukommen. Tja. Hey, kann irgendeiner ein Seil runterlassen? Ich kann Scheinbar da nicht nicht. hochklettern. Wir haben einen Skelettarm, wir haben Piratenliteratur und wir haben Heliumballons. Können wir die Heliumballons an Ich den kann einen Ballon Skelettarm? nicht damit benutzen. Wie du meinst. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Wie du meinst. Ich kann einen Ballon nicht damit Können wir benutzen. den Ballon hier irgendwo mit benutzen? Ich kann einen Ballon nicht. Ich kann einen Ballon Nee, nicht nee, nee, damit nee, 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 benutzen. nee, nee. So, Leiter. Weil dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Aha. Weil dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Sag's nochmal. Weil dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Okay, wir müssen irgendwie hochkommen. Oh, ein Teddybär. Ihm ist mitten durchs Herz gestochen worden. Niedlich und doch unheimlich. Nein. Der Bär ist zu groß zum Herumtragen und das Schwert ist eine Attrappe aus Plastik. Können wir überhaupt irgendwas mitnehmen? Ich fürchte, nein. Ich habe Beute. Schmutzige Beute, Beute. Ich wäre niemals in der Lage, mit all den Schätzen zu schwimmen. Ich lasse alles hier und komme zurück, wenn ich ein Boot habe. Okay. Es bringt kein Glück, Beute unter einer Leiter zu machen. Es bringt kein Glück, Beute unter einer Leiter zu machen. Schmutzige Beute, wirklich unsaubere Beute. Schmutzige Beute, unhygienische Beute. Das ist der größte Haufen Schätze, den ich jemals gesehen habe. Okay, uns mitnehmen wisst davon nichts. Vielleicht können wir mit dem Skelettarm durch das Brüllauge greifen. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Kann nicht, heißt ich will nicht. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Versuche alles mit allem.
Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Das ist nur zum Lesen gedacht. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Tja. Was können wir hier überhaupt benutzen? Tja, also. Kranz, Pralinschachtel, Teddybär, Porträt, Haushaltsgeräte, Schallplattensammlung, Tattoo im Bäumen, Blauge, Leiter, unhygienische Beute, schmutzige Beute, wirklich unsaubere Beute, schmutzige Beute. Ah, ich hätte gehofft, dass die Leertaste funktioniert. Den Kamm? Können wir den Kamm vielleicht? Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Wir können ja schon mal nichts mit gar nichts benutzen. Können wir die Leiter kicken? Das wäre doch mal eine Idee. Können wir vielleicht. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Nee, können wir gar nicht. Tja, also. Können wir den noch gesamten Krempel hier zum Haufen machen und da hochklettern? Aus einer Treppe rausbauen oder? Oder was wollen wir hier machen? Mir gehen langsam die Ideen aus. Ich könnte hier noch ein bisschen lesen. Nein. Kapitel 2. Fußeisen oder Prügelstrafe? Die jahrhundertealte Frage. Kapitel 3. Meerjungfrauen oder Mantarochen? Macht das wirklich einen Unterschied? Es ist eine Ausgabe von Piraterie nach Artus Lechak. Okay, das war's schon. Tja. Es ist ein Skelettarm. Ach so, hier anfassen. Nein. Ach, mit reden. Er ist völlig knochig und unheimlich und so. Ja. Was sollen wir hier noch tun? Tja. Nein. Es ist eine Ausgabe von Piraterie nach Artus Lechak. Das hatten wir. Ja, überall nochmal betreten? Nein. 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 Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann vielleicht alles nochmal untersuchen. Meine Stereoanlage ist kaputt und es ist unmöglich. Nein. Nicht von der Art, die sich öffnen lässt. Weil dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Das haben wir doch alles schon. Das ist doch hier. Unter einer Leiter zum kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde so etwas tragen. Rosen. Kein Pirat, sie ist kaputt gegangen. Sie ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht. Das Zeug ist selbst für einen Piraten ekelhaft. Ich habe schon mehr als genug von ihm. Der Bär ist zu groß zum Herumtragen und das Schwert ist eine Attrappe aus Plastik. Tja. Das Schwert? Ich will das Schwert vielleicht rausziehen. Ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein.
Waren das diese Rätsel, von denen Modi geredet hat, die unlogisch sind? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ja. Ich blick die Lösung einfach nicht. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Können Sie den nicht damit benutzen, das ist? Was kannst du überhaupt benutzen? Gibt es eine Sache, die du benutzen kannst? Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde so etwas tragen. Sie ist kaputt gegangen, als das Schiff kenterte. Oh, ein Beutel. Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Was für ein Schatz. Oh, der Beutel. Da ist ein großer Diamantring hinter diesem Beutel. Den Beutel konnten wir aufheben. Alles klar. Ich habe hier alles untersucht. Den Diamantring. Okay, wir haben einen Diamantring und einen Beutel mit Spielgeld. Vielleicht können wir den Ring mal... Ja, ist klar. Guybrush? Guybrush! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Bist du es auch wirklich? Und ich habe den Schwimmring mitgenommen. War das ernst gemeint, was du da draußen gesagt hast? Dass ich der einzige Mann bin, den du je geliebt hast? Weißt du, ja, Guybrush, ich glaube, das war's. Elaine, ich bin ein Mann der Tat. Ein Abenteurer, ein Gauner, ein Wanderer. Ein Mann, der seinen Atem 10 Minuten anhalten kann. Mich hält nichts, ich bereue nichts. Ich segle mit dem Wind, wohin mich das Abenteuer führt. Aber irgendetwas bringt mich dann Guybrush, immer wieder zu... halt die Luft an. Elaine, willst du mich heiraten? Oh, Guybrush. Oh. Wally? Du lebst. Aber wie hast du die Explosion überstanden? Ich bin rausgeschleudert worden. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht angeschnallt war. Wow, Elaine, das nenne ich einen Ring. Danke sehr, Wally. Das ist ein Verlobungsring von Guybrush. Hey, der sieht fast aus wie der große Diamantring, den LeChuck in seiner Schatzkammer hatte. Du weißt schon, das der war mit jetzt diesem fürchterlich grausen... Das war jetzt ein richtiger 70er-Jahre-Witz. Naja, aber diesen Ring würde dir Guybrush natürlich nie geben. Egal, ich zum muss Glück gehen. War ich nicht kann, ohne Namen und Flecken. Das war jetzt ein richtiger, richtig Guybrush. Harter 70er-Witz. Zum Glück war ich nicht angeschnallt. Was? Was ist passiert? Kapitel 2, ein hochkarätiger Fluch. Damals hatten die Leute ja Angst davor, dass sie Vince, sich im Auto anschnallen, ist dann bei einer, dass bei einer Explosion nicht im Auto stecken bleiben. Das war ja damals die Angst. Da haben sich alle noch gewehrt dagegen. Gab es großen Protest dagegen, als die Anschnallpflicht eingeführt wurde im Auto. Ja. Sehr schön, jetzt können wir ja wieder alles untersuchen. Sieht gefährlich aus. Ahoi! Ein wildes Hühnchen. Nein. Ein Banner. Das Long John Silver Zentrum der darstellenden Künste präsentiert Spear. Aha. Nein. Okay, reden können wir nicht mit damit. Nein. Uns einpacken können wir es auch nicht. Ein Willkommensschild. Da steht, willkommen in Puerto Pollo von der Bruderschaft der Geflügelzüchter von Plunder Island. Aha, Plunder Island. So sieht's aus. Es ist Elaine. Ich muss sie irgendwie zurückverwandeln. Tja. Elaine, Schatz, geht's dir gut? Kann ich dir irgendwas bringen? Ich fang dann wohl mal mit dem Austreiben des Fluchs an, was? Das finde ich schlecht. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Na, schade. Sie
wiegt bestimmt eine Tonne. Nichts für ungut. Ich frage mich, wie viel Karat sie... Nein, keine gute Idee. Eine glühende Kohle. Kann man bestimmt ins Inventar packen. Autsch! Sehr schön. Glühende Kohle. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Vielleicht können wir... Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Da bin ich mir sicher, dass die das mag. Brücke anschauen. Die Brücke ist unpassierbar. Macht nichts. In der Festung gibt es sowieso nichts Interessantes. Tja, noch ein wildes Hühnchen. Sieht gefährlich aus. Besser nicht. Okay, es scheint wirklich gefährlich zu sein. Es greift an. Hi. Nein, nicht Hai, Hühnchen. Das war ein schlechter Witz. Ich würde mal sagen, wir gehen nach dort. Oha. Überblick über die Insel. Okay. Festung. Okay, dann kamen wir her. Jetzt wird er mal hier entlang. Einfach mal in den Dschungel rein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ja. Aha, okay, hier sind wir wahrscheinlich. Okay. Ah, ich würde es lieber hier am sonnigen Strand lang. Das mache ich lieber als hier zum... Da gehen wir später nochmal hin. Man bestimmt die Möglichkeit, später nochmal lang zu laufen. So. Dann ab die Strandpromenade entlang. Um ein Schild. Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Komposition in Gold und Diamant. Künstler unbekannt. Dieses neueste unserer öffentlichen Kunstwerke stellt unsere verehrte Gouverneurin Marley in überraschend lebensechter Detailtreue dar. Ach, haben sie schon Ausstellungsschild hingehängt. Für die vergoldete Elaine. Alles klar. Limonade steht dort. Ich habe Spielgeld. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Schade. Das ist ein Krug für die Limonade. Ich würde schon gern was trinken. Ich muss mir erst Limonade kaufen. Hey, dieser Krug ist nur für zahlende Kunden. Ein Schild. 5 Cent. Das ist wenig. Limonade. Bekannt machen. Der Chefarzt von Plunder Island warnt, Inhaltsstoffe dieses Produktes können gesundheitsschädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. Ach, Blödsinn. Gleich mal einen Schluck aus der Flasche. Ich nehme was. Wie inspirierend. Ein aufstrebender junger Unternehmer. Sie müssen mir helfen. Wir haben geschlossen. Du musst mir helfen. Geschlossen? Jo. Die Kinderarbeitsbestimmungen sind hier ziemlich streng. Aber meine Freundin ist mit einem Piratenfluch belegt worden. Oh, dann müssen Sie unbedingt die Mama im Sumpf aufsuchen. Sie hat einige Flugblätter zurückgelassen. Die Mama im Sumpf? Sie finden vielleicht noch eins irgendwo hier in der Stadt. Ich bin größer als er. Ich bin kein Tyrann. Aha, Bottich mit Farbe. Das würde meine Finger rot färben.
Ich glaube, das ist krebserregend. Das ist ein großer, dicker Bottich voller Farbe. Nummer 2. Aha. Jefahrenbucht. Jefahr, nicht betreten. Nein. Alles klar. Eine Gegensprechanlage. Blondbarts Hühnchenladen. Es ist die Gegensprechanlage für das Walk-In. Hallo? Aha, das ist lustig, weil es Walk-In, das könnte man helfen. Ich verstehe Sie nicht. Wie bitte? Ah, vergessen Sie es. Und das ist lustig, weil man bei Drive-Ins immer nichts verstehen kann, weil was der, ja, was gesagt wird. Ein Witz aus der Realität. Dein Huhn ward zu Gold, 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Ein Hühnerstall. Es ist ein Hühnerstall, aber ich sehe keine Hühner. Da war der Fuchs unterwegs. Es ist ein Hühnerstall, aber ich sehe keine Hühner. Nein. Nicht reden. Okay. Nein. Ein Schild, ein weiteres. Vorsicht. Aha. Da sollte man hingehen. Was für eine merkwürdige Blüte. Wow, dieser Dschungel ist dicht. Wenn ich diesen Pfad nehmen will, muss ich mir meinen Weg durchhacken. Nein. Nicht mitreden, okay, sie ist mit der Kletterpflanze verwurzelt. Ich kann sie nicht einfach pflücken. Geheimnisvolle Tür. Was? Nein. Nicht mitreden. Hinein. Okay. Da sind wir wieder rausgekommen. Interessant. Ein kleiner Shortcut. Ist eine weitere Tür. Es ist abgeschlossen. Blondbarts Hühnchenladen. Geschlossen. Aufmachen! Schade. Aufmachen! Ich brauche Hühnchen! Aufmachen! Aufmachen! Ich brauche Hühnchen! Tja, daraus wird wohl nichts. Das ist so dick wie Bratensoße. Ich werde in diesem Matsch nichts finden, wenn ich mit meiner Hand herumfische. Wir haben vielleicht was anderes, womit wir rumfischen können, mit einer anderen Hand. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Schade. Ich dachte, wir können damit rumfischen. Ein Mast. Und dann ist es ein Schild. Es ist ein altes Krähennest. Und jetzt ist es ein Schild für den Hühnerladen. Okay. Können wir dort entlang, über die Brücke. Was steht da über dem Rathaus? Ein Banner. Das Long John Silver Zentrum der Darstellenden Künste präsentiert Spear. Ach so, das ist dieses... Nein. Das Ding. Nein. Das sind diese Darstellenden Künste namens Spear. Im Gedenken an die Hühner, die ihr Leben gaben, während des großen Puerto Pollo Potluck Pfadfindertreffens von 1621. Nein. Aha. Das war ein Hühnermassaker. Nein. Okay, da können wir weiter. Okay, ich würde jetzt erstmal hier, ich würde durch die Vordertür rein. Dann sind wir durch den Bühneneingang. Erstmal durch die Vordertür. Die Vordertür ist geschlossen. Ach so. Es ist abgeschlossen. Na dann, also durch den Bühneneingang. Der Bühneneingang ist geschlossen. Okay. Der Bühneneingang ist auch geschlossen. Na, seltsam. Okay, dann kommen wir hier entlang. Wir können auch in der Stadt weiter. Ich gehe jetzt erstmal runter zum Steg. Und schaue mich erstmal dort um. Geht dort das noch weiter?
Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Okay, dann sollte ich vielleicht doch erstmal in der Stadt weitergehen. Vielleicht gibt es dort noch was zu sehen. Da ist noch eine Tür. Warte, 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 da ist eine Tür. Geh nochmal zurück. Sie scheinen nicht geöffnet zu haben. Alle haben hier zu, wie es ausschaut. Das ist deprimierend. Ist denn Corona-Zeit oder was? Alle denen geschlossen. Oha. Wo sind denn wir hier angekommen? Ein Spielfeld oder sowas in der Art. Kreidezahlen. Ich frage mich, wofür diese Zahlen sind. Bestimmt zum Baumstammweitwurf. Merkwürdiger Stapel Stämme da drüben. Als Zahnstocher nicht brauchbar. Sein, du bist ein Riese. Anheben willst du es auch nicht. Ein Schild. Schiller lesen. Ist gar keine schlechte Idee. Karibischer Gummibaum. Einer der vielen Gummibäume, die in der gesamten Karibik verbreitet sind und als Rohstoff zum Schiffbau benutzt werden. Sumatra Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Vacaville. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Und die werden hier abgeholzt, damit wir damit weit werfen können. Die Kreide macht keinen so leckeren Eindruck. Aha. Sie sind mit Kreide auf das Gras gemalt. Das hält aber nicht lange aus. Wenn es da mal regnet. Okay, da kommen wir nicht lang. Grasbewachsene Hügel. Aha. Fass mit rum. Nee, ich muss einen klaren Kopf behalten. Nicht trinken, es ist schade. Ein enormes Fass voller Rum der Marke Alter Darmtod. Ich mag Rum, genau wie alle Piraten, aber was zu viel ist, ist zu viel. Können wir uns einen Stamm mit einstecken? Pschuh! Dann wohl nicht. In der Buchablage. Aha. Trianguliertes Kreuzfeuer. Das ist die Lösung. Buchablage. Das ist bestimmt eine Fehlübersetzung. Nein. Nein. Uhrenturm. Guten Tag. Beim nächsten Ton ist die karibische Standardzeit 7, 20, 7 und 6 Sekunden. Piep. Aha, eine Zeitansage. Nein. Ich glaube nicht, dass das in meine Hose passt. Okay. Die Docks. Sieh dir diese leeren Docks an. Ich sehe sie mir an. Nein. Ich glaube nicht, dass das in meine Hose passt. Die Docks passen nicht in deine Hose. Schade. Ich dachte. Was für ein idyllischer Strand. Nein. Nicht mit dem Strand reden. Ich kann den Strand nicht erreichen. Okay, und wenn du ihn erreichst, dann steckst du nochmal deine Tasche, oder? Ja. Davon gehe ich mal aus. Oh, eine mysteriöse Tür. Warte, 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 warte. Mysteriös. Hätte ich nicht gedacht. Oh, wir können hinein. Sehr schön. Hat uns viel gebracht. So, zurück in der Stadt. Na dann jetzt wirklich mal hinunter und den Strand entlang. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Momentan zumindest. Hier ist alles zu. Gehen wir also weiter. Puerto Polo. Festung. Gehen wir mal hier entlang.
Dann falls wir doch nichts finden, dann gehen wir dort nach links.